Hallihallo. Heute aus aktuellem Anlass, weil die Sonne so brennt, unheimlich warm ist, interessiert es uns vielleicht, wie warm ist es denn in meinem Computer? Welche Temperaturen liegen vor? Ich hatte schon einmal diesen GCrell-M-Systemmonitor vorgestellt, der die CPU-Temperatur bzw. Grafikkartentemperatur und die Temperatur innerhalb des Computergehäuses und die Prozessortemperatur anzeigt, allerdings nicht so schön aufgesplittet. Ich zeige jetzt mal Alternativen. Und zwar gibt es unter Ubuntu 10.4, wenn wir unser Terminal mal aufmachen, die Möglichkeit mit Zen Source unsere aktuelle Temperatur anzeigen zu lassen. Hier 46 Grad, kritische Temperatur 80 Grad. Sollte das noch nicht bei euch installiert sein, findet ihr unter wiki-ubuntu-users.de lm-sensors eine entsprechende Anleitung, wie ihr das installieren könnt. Ihr braucht dazu lm-sensors. Das ist bei Ubuntu 10.4 schon dabei, so wie ich das sehe. Man kann auch die Sensoren detektieren lassen. Aber das braucht man unter Lucid Links nicht. Falls ihr kein Lucid habt, dann müsst ihr halt mit sudo Leerzeichen apt-get install lm-sensors das Paket noch installieren. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit im Terminal, und zwar mit watch-n cat proc acpi terminal zone und so weiter Temperatur, sich das noch etwas genauer anzeigen zu lassen. Das wird jede Sekunde aktualisiert. Denn Sensors war ja eigentlich nur ein statischer Wert, der einmal ausgegeben wird. Dieser Wert ändert sich aber hier ständig, wird aktualisiert. Dazu braucht man dann auch nichts installieren und so weiter. Das hat man also quasi immer zur Hand. Oder aber man installiert sich für das Panel, für unser Panel oben, ein kleines Applet, das heißt Computertemperatur, also Computertemp, ist im Paket Universe enthalten. Wenn man da draufklickt, wird es installiert. Bei mir ist es bereits installiert. Und dann kann man mit der rechten Maus auf das Panel hinzufügen und hat dann Computertemperaturmonitor, kann diesen hinzufügen. Dann hat man hier oben so ein kleines Symbol, was dann die Temperatur Term anzeigt. Das ist natürlich noch so ein bisschen sparsam, das Ding. Deshalb gefällt mir das nicht so gut. Hat mir stattdessen dann das Genome Sensors Applet installiert. Ist im Paket Universe enthalten. Kann man hier auch wieder installieren. Oder übers Terminal sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install Leerzeichen sensors-applet. Ich habe das schon bei mir installiert. Nach der Installation dieses Sensor-Applets einmal bitte den Rechner neu starten. Dann hat man die Möglichkeit, wieder zum Panel hinzuzufügen. Und zwar hat man dann den Hardware-Sensor-Monitor. Hardware-Sensor-Monitor hinzufügen. Das kann ich jetzt mal schließen. So. Und zwar sieht man einmal die
Grafikkartentemperatur hier 58 Grad, der ist schon recht warm. CPU-Temperatur und Temp 1, das ist glaube ich die Gehäusetemperatur, sieht man da sehr schön. Und das hat, man hat noch Einstellmöglichkeiten der verschiedenen Sensoren. Zum Beispiel auch die Festplattentemperatur, HDD Temp, kann man dann einschalten. Und dann sehe ich hier oben auch noch meine Festplattentemperatur, 43 Grad. Ich habe hier eine Nvidia Grafikkarte, die Temperatur kann ich ein- ausschalten, das ist also diese 58 Grad. ACPI Term CPU, also CPU Temperatur. Dann gibt es noch verschiedene LIP-Sensors, Temp 1, also ich vermute mal, das wird die Gehäusetemperatur sein. Temperatur im Computer selbst. Und dann habe ich hier oben sehr schön diese Temperaturen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.